200 Spieler, 2 Stunden Zeit. Wer schafft es am weitesten? Nur das Problem an diesem Wettrennen ist, du hast nichts und du befindest dich gleichzeitig auch im Nichts. Aber vielleicht könnt ihr euch noch an mein OneBlock-Projekt erinnern, in dem ich alle 30 Sekunden ein zufälliges Minecraft-Item bekommen habe. Dieses Prinzip gibt es in diesem Wettrennen wieder. Das bedeutet, du probierst innerhalb von 2 Stunden so weit wie möglich dich voranzubauen, musst dabei auf viele Blöcke hoffen oder eventuell auf andere Items und es gewinnt derjenige, der die weiteste Distanz zurückgelegt hat. Sollte euch das Ganze gefallen, lasst unbedingt eine positive Bewertung da. Abonniert auch sehr gerne diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und falls ihr es noch nicht wusstet, es sind die wunderschönen Zigzag V3 Cosmetics in Rot und Schwarz endlich draußen. Mit dem Code BASTIGRG könnt ihr 10% sparen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Es wird ernst, meine Damen und Herren. By the way, wer sich das nicht denken kann, jeder bekommt halt verschiedene Items. Deswegen auch, by the way, ein ultra guter Start, dass wir zum Anfang direkt keinen Block bekommen. Sondern das erste Item ist halt auf Oldschool-Basis eine Schüssel. Super, wirklich. Jungs, guck mal, er wartet auch noch, bis er platziert. Es ist ja relativ interessant, guck mal. Ich denke mal, die Anfangstaktik wird bei jedem, jetzt geht's auch für mich los, mehr oder weniger gleich sein. Jeder hofft und wartet darauf, stabile Blöcke zu bekommen. Aber ihr könnt euch mehr oder weniger was denken. Derjenige, der als erstes zum Beispiel Dirt oder einen Sapling bekommt, jeglicher Art, der wird hier am allerschnellsten durchballern können. Das wird hoffentlich bei uns relativ schnell der Fall sein, ha? Die denken sich auch so, yo, cooles Event, danke, Basti, dass ich mitmachen darf. Ja, danke, dass ich, by the way, auch richtig tolle Items bekomme, wirklich, die mir aktuell richtig viel bringen. Guck mal, er überlegt auch gerade, was er mit dem Lama macht. WTF? Cool, 4 Items, 1 Block bis jetzt bekommen. Er da hinten überlegt auch noch, was er mit dem Honig anstellen soll. Wir müssen uns auch was überlegen. Vielleicht können wir bereits aus unserem Stuff ja was machen, was uns noch nicht direkt auffällt. Aber ich kann euch relativ sicher sagen, da gibt's nichts. Oh, Freunde, habt ihr gesehen? Ich krieg einen Block gerade, ne? Also ich wollte es nur mal ganz kurz für jeden sagen. Ich bin gleich weg. Ich habe nämlich schon einen Block. Manni, hast du noch gar nichts? Ich glaube, Manni hat noch nicht mal mitbekommen, dass es losgeht. Ah, 3 Blöcke ist so das Maximale. Warte mal, es sind schon Leute. Lennox, habt ihr einen 7-Meter-Rekord, weil ihr nach vorne gesprungen seid? Oder einen Lock? Oh mein Gott, true. Man kriegt ja aus manchen Blöcken noch mehr Blöcke. Ah, ihr seid krasse Lacker. Ihr seid wirklich krasse Lacker. Ganz ehrlich, es geht nicht darum, wer nach 3 Minuten ganz vorne ist. Es geht darum, oh, wer das richtige Cape hat. Es geht darum, wer am Ende nach langer, langer Zeit ganz vorne ist. Oh, achso, ja, lol. Man kriegt, by the way, die Items auf den Bedrock gedroppt und nicht ins Inventar, so wie es damals bei meinem Projekt war. Sondern man muss halt sozusagen immer wieder zurück zum Anfangspunkt kommen. Das kann später sehr, sehr entscheidend sein, weil, ja, teilweise machst du diesen Weg nicht nach hinten. Wir haben einen Netherstar. Ja, Jungs, erstmal ein Beacon, oder? Wenn ich clever bin, kann ich es halt auch so machen. Guck mal, dann kann ich da rein theoretisch noch einen Block gut machen. Das Problem wird aber sein, ja, das ist, by the way, auch richtig clever von mir gemacht. Ich kann sie jetzt auf jeden Fall nicht mehr öffnen, weil rein theoretisch hätte ich das halt einfach als Kistensystem nutzen können. Aber jetzt leider nicht mehr. Aber dafür, ja, geht es auch bei mir langsam gut voran. Wir sind auf Platz 77. Guck mal, was da jetzt kommt. Holz, ein Lock. Das ist mein Kumpel. Du bleibst an meiner Seite. Oh, guck mal, hier sehen wir mal die gesamte Übersicht. Auch von Leuten, die einen sehr coolen Skin tragen. Platz 1, 14 Blöcke. Ich bin erst 4 Blöcke weit und du bist schon 14 am Start. Wie kann... Ey, ihr habt doch teilweise... Ihr habt insane viel Glück. Oh, ho, ho. Man würde denken... Oh, Basti, das ist natürlich jetzt richtig doof für dich. Also ich kann es halt so concrete Dings machen, aber ich kann leider nicht das Wasser fließen lassen. Deswegen bringt es uns jetzt aktuell noch nichts. Also bis wir eine Spitzhacke haben vielleicht. Ansonsten, einen Eisen könnten wir zu Nuggets machen. Ein Diamant. Leute, guck mal ganz kurz. Ja, du da hinten. Guck mal, siehst du, was ich habe? Ein Dia. Habt ihr ein Dia? Eisenhelm. Creeperkopf. Also ich habe wirklich einen Netherstar, Eisen und einen Dia. Das wird mir später auf jeden Fall noch was bringen. Kommt noch. Pass auf. Boom! Prismarin. Meinst du, das war kein Fehler, dass du dir vielleicht noch keinen... Ich hätte mir einen Crafting Table gemacht, weil dann hättest du rein theoretisch dir nämlich einfach Slabs machen können mit den nächsten Items. Stell dir mal vor, du bekommst jetzt gleich nochmal einen Lock und kannst dir keine Slabs machen. Grindstone, ne? Hier wird heute gegrindet. Boom! Auf welchem Platz sind wir? Auf der 82. Not bad. Wenn ich das vergleiche mit Platz 1, das ist halt nicht so viel Abstand. Block of Coal.
Boom. Jetzt kommen nur noch Blöcke. Hier nur noch Blöcke. Ja, Manni überlegt noch, was er macht. Manni ist noch sparsam. Manni denkt sich, ich mache das nachher nochmal richtig. Erde und ein Setzling wäre mega gut. Also wenn du die Möglichkeit hast, eine unendliche Blockressource irgendwie zu bekommen, dann hast du einen großen Jackpot. Und einen großen Jackpot habe ich auf jeden Fall nicht mit einer toten Koralle. Es ist auch eins der wenigen Events, die wir bis dato gemacht haben. Das hier hat halt heute wirklich was mit Glück zu tun. Das ist halt wirklich einfach RNG. Bei einem Deathrun, bei einem Abbau-Battle oder was auch immer, da geht es auch um Skill. Da geht es darum, dass du halt wirklich die beste Taktik hast. Hier kannst du halt nichts machen. Wenn du halt 2 Stunden lang nur Items gedroppt bekommst, dann kannst du am Ende nichts machen. Ich könnte mir jetzt eine Witch holen. Eine Witch kann uns praktische Items teilweise droppen. Also Redstone, Gunpowder, ein Stick oder 4 Glowstone, ne? Aber ich glaube, ich heb's mir noch lieber auf. Wir haben erstmal eine Light Blue Stained Glass Pane. Platz 1. 26 Blöcke platziert. Ich habe 9 Blöcke platziert. Wow, ich krieg meine 2. tote Koralle. Dankeschön. Das ist ja Wahnsinn. Oh, Freunde. Der Oak-Fans. Jetzt geht's ab. Eine Polished Blackstone Pressure Plate. Redstone ist ja so oder so deaktiviert. Deswegen kann ich natürlich jetzt auch keine kranke Redstone-Konstruktion damit starten. Aber maybe wird der Weg... Ich glaube, oh scheiße. Ey, das ist echt nicht so geil. Ich sehe mich schon echt hier runterfallen. Und ihr dürft auch nicht vergessen, falls ich hier runterfalle, wäre nicht so cool. Splash Potion of the Turtle Master. Slowness 4, Resistance 3. Wir können die halt rein theoretisch nehmen, um mit der Hand die Witch zu killen. Aber bringt mir auch nicht so viel. Ja, Freunde, aber jetzt bekommt ihr mal das gute Gefühl, wie ich mich damals gefühlt habe in diesem Projekt. In dem Projekt damals war es halt auch einfach super, super viel Glück abhängig. Und manchmal läuft es nicht so. Ein Loom. Okay, es war das Dümmste, was ich jemals machen könnte, dass ich wirklich mir einen Jump'n'Run da einbaue. Ich habe gedacht, okay, come on, sprint mal lieber nicht. Ich falle bestimmt nicht runter, ich muss einfach einen simplen Sprung machen. Wir opfern, also wir kriegen jetzt erstmal den nächsten Drop nicht, weil wir eben gestorben sind. Danke dafür. Wir platzieren das Ganze so hin. Warum fühlt sich das hier so falsch an alles? Hilfe. Ey, kann ich, ey, ich hab, oh mein Gott. Okay, wir bauen diese Pressure Plate lieber ab. Banko. Oh mein fucking... Nach links bauen. Ich baue doch mich jetzt nicht nach links. Ich will dahin. Ich will in die Länge. Ich kann doch jetzt nicht nach außen bauen. Was will ich denn machen? Will ich zu ihm? Zu Lulu-Kuchen? Oh mein Gott. Ist das... Bitte sag mir nicht, dass das ein Guardian-Spawn ist oder so. Ein Drowned. Mann, was soll ich denn machen, Alter? Was kriege ich für Sachen? Guck dir mein Inventar an. Junge, wir sind fast eine Viertelstunde drin und hier läuft's noch gar nicht. Wir sind momentan auf Rang 123. Okay, wir bleiben einfach ruhig. In der Ruhe liegt die Kraft. In der Ruhe liegt die Kraft. Guck mal. Auf geht's. Oben drauf. Ja, wir müssen das halt jetzt machen, ne? Oh, mein. Ah, was tue ich? Ich wollte das da nicht hinplatt. Oh, mein Gott. Was ist das? Was tue ich hier? Ey, rein theoretisch, das ist ein machbarer Sprung um die Ecke. Das ist so ein Jumping-Modul, was mir überhaupt nicht gefällt. Wobei, ja, Mom. Alter. Mein Fuck. Junge, sagt nie wieder was. Ich weiß ganz genau, was ich tue. Ich muss eine Spitzhacke haben, dann geht's ab hier. Okay, dann machen wir es halt so. Ganz ehrlich. Dann haben wir halt ein paar Blöcke gewastet und es sieht halt echt mehr oder weniger mittlerweile schon echt weird aus, was ich hier baue. Aber wir gehen ein bisschen in die Luft. Ganz ehrlich, guckt euch mal alle an, auf was für ein Block ihr seid. Ui, guck mal, was ich hier habe. Einen Stray Spawn Egg. Das kommt in meine Eiersammlung. Cool, der Osterhase kommt auch schon bald. Sick. Oh ja, wenn ich später mal einen Horse haben sollte, Diamond Horse Armor, cool. Ja, 35 Blöcke seid ihr schon alle. Ist das alles, also das geht mit rechten Dingen zu, ja? Dass sie da vorne mit 35 Blöcken, das ist schon alles in Ordnung, ja? Das ist, da ist keiner am Cheaten, ja? Nur um sicher zu gehen. Ey, wir sind bald im letzten Viertel. Wirklich, ich bin in fast 20 Minuten 11 Blöcke vorangekommen. Ja, Leute, wenn wir so ein Event häufiger machen sollen, dann könnt ihr es ja auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Okay, Moment mal. Einen Spawner kann ich mit den Spawn-Eggs zu jeglichen, also ich kann daraus alles Mögliche machen. Warte mal, was für einen Spawner bringt mir dann viele Blöcke? Wenn ich zum Beispiel einen Spin-Spawn-Egg hätte, könnte ich mir ganz viele Wollblöcke machen. Alter, stell dich mal vor, ich habe einen Schaf-Spawn-Egg. Ich habe ja einen Sapling, ich habe einen Sapling, verdammt. Oh mein Gott, Jungs, ich habe so viel Glück gerade. Ich krieg's gar nicht mit, weil ich gerade überlege die ganze Zeit. Warte mal, mit einem Sapling und einem Dirtblock haben wir unendlich viele Blöcke. Das ganze Blatt wendet sich. Ihr könnt euch ja krass fühlen mit euren 36 Blöcken. Bruder, ich bin gleich ganz woanders. Ich baue gleich komplett was anderes. Ich werde, by the way, diese Blöcke mal behalten, weil wenn wir die Saplings von dem Kollegen aufsammeln wollen, dann sollten wir uns lieber Zeit lassen. Es ist jetzt erstmal wichtiger, dass wir halt ein Auffangbecken haben. Oi, oi, oi. Auf geht's. Goldhose. Ein Inksack und ein weiteres Minecart mit einem Hopper. Mein Inventar sieht interessant aus, aber auch nicht wirklich. 89 Blöcke hat der erste. Wow, cool. Ich bin auf Platz 186.
Ui, was ein Upgrade. Ja, coole Bannersammlung. Guck mal hier, was ich habe. Oh, ja, Freunde, damit kann mir fast schon gar nichts mehr passieren. Oh mein Gott, ein Komposter ist richtig gut, weil... Ja gut, wenn wir einmal einen Baum haben, können wir uns den auch einfach craften. Aber wir könnten mit dem auf jeden Fall Bäume bekommen, um unseren Sapling so schnell wie möglich erstmal wachsen zu lassen. Okay, wir haben Holz, ein Log. Damit können wir einen Crafting Table machen oder uns eben eine Plattform bauen. Noch ein. Okay, I see. Dann können wir auf jeden Fall noch spielen. Ey. Das Event soll noch eine Weile gehen, ne? Also, Leute, wir packen den Kollegen hier hin und damit können wir uns auf jeden Fall viele, viele weitere Sachen machen. Wie unter anderem, wenn ich jetzt das vercraften würde, könnte ich mir Slabs machen und ich habe sozusagen aus, lecker, aus, ja, 4 potenziellen Blöcken oder besser gesagt aus 3 Blöcken 6 gemacht. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Fläche machen würde, dann für später, weil ich ja Dirt haben möchte, ja, dann kann ich mir so eine kleine Terrasse bauen, dann kommt hier der Dirtblock hin und dann außenrum so Slabs. Ich bin fast Letzter. Ich bin halt legit fast Letzter. Ich bin wirklich kurz davor, Letzter zu sein. Ich sag's euch aber ganz ehrlich, die Letzten werden die Ersten sein. Ich sag's immer und immer wieder. Ey, was geht ab, Alter? Legt euch nicht mit mir an, ey. Alter, direktes Upgrade, aber es bringt mir nichts. Ey, ich brauch so dringend Dirt. Wenn wir einmal Dirt haben, dann geht's ab, Alter. Wir bauen uns mal ein bisschen weiter. Damit wir einfach mal jetzt nicht ausgelacht werden, wir sind momentan halt fast Letzter. Sag mal, kann es sein, dass ich einen Wither-Skelettkopf bekommen habe? Ja, den kann ich da trotzdem so platzieren. Das ist auch trotzdem ein Block, auf dem man laufen kann, oder? Ja, easy. Guck mal, er hat ihn einfach da... er wusste es nicht. Bruder... Also, ja, guckt, warum habe ich den Block nicht bekommen? Einen Dreizack, einen Trident. Ja, der kann uns auch an sich noch was bringen. Safe. Oh, guck mal, was ist das für eine coole Sammlung. Ich bin ein richtiger Sammler. Ich will gar nicht am weitesten kommen. Ich will einfach am Ende die coolsten Items haben. Und ganz ehrlich, es sieht momentan echt danach aus. Guck mal das an. 4 Minecart-Arten, 5 Spawn-Eggs. Let's go. Ich platziere jetzt den Composter hier. Das ist generell die Area von nützlichen Items. Und dann packen wir jetzt erstmal das rein. Wir packen das rein. Wir packen... das nicht rein, weil das nicht geht. Deswegen schicke Deko. Alter. Ja, den Sapling sollte ich da lieber nicht reinmachen. Und ja, man sieht, dass wir auf jeden Fall noch kein Bone Meal bekommen. Oh Gott, habt ihr schon mal einen Electron, einen Block so platziert? Spannend. Ich hab's hinbekommen. So, Freunde. Prost auf eine super gemeinsame Zeit. Die hat gut geschmeckt. Okay, coole Blöcke. Light Gray, Glazed Terracotta. Aber Leute, ich brauche Dirt. Ohne Mist. Was wir jetzt aktuell brauchen, wäre einfach mal ein Dirtblock. Aber wir kämpfen uns langsam zurück. 160. Ter. Es ist mein zweiter Netherstar. Das erste Item, das ich doppelt bekomme, war ein Zombified Piglin Spawn Egg. Aber fast wäre es der Netherstar gewesen. Eine Schere. Oh mein Gott. Wenn wir jetzt noch den Dirtblock bekommen. Ihr wisst, in was für eine Richtung das geht. Eine Schalkerkiste. Oh mein Gott. Danke. Ganz ehrlich, auf den einen Block kommt es jetzt auch am Ende nicht mehr an. Den platzieren wir mal. Um einmal unsere coole Sammlung von Items, die wir jetzt aktuell nicht brauchen, erstmal reinzupacken. Die ganz wichtigen Sachen kommen da auch erstmal rein. Oh mein Gott. Das ist insane clever. Guck dir mal das bitte an, wie er das gemacht hat. Dass der Gravel einfach benutzbar ist als Block. Der erste pusht vor. Oh mein Gott. 176 Blöcke. So, ich glaube, das müsste ja so funktionieren, ne? Boah, ich bin echt schlau. Abgeguckt. Okay, was ist das? Ein Piglin Brood. Es gibt viele Monster, die ich meinetwegen per Spawner beschwören würde wollen. Aber ganz sicher kein Piglin Brood Spawner. Okay, ich sag mal so viel. Es ist ein Netherite-Helm. Das ist cool. Aber ich sehe auch sehr, sag ich mal, lächerlich aus. Wenn ich nur eine Hose trage und einen Helm. Ich sehe wirklich aus wie ein richtiger Idiot. Ich habe ein bisschen Angst, euch zu zeigen, wie ich aussehe. Ach ja, komm, lach dann. Wobei ein Netherite-Helm noch ganz cool aussieht, I guess. Oh mein Gott, was soll ich denn hier heute noch spielen? Ey, das Event ist ohne PvP, aber holy shit. Ich bin fast, also, hä? Holy, okay, krass. Okay, jetzt könnte ich aber wirklich darüber nachdenken. Wir könnten ja rein theoretisch mit einem Stray-Spawner das hinbekommen, einmal Knochenblöcke zu machen, aber auch Bone Meal rein theoretisch zur Produktion von vielen weiteren Bäumen nutzen. Ich meine, der Spawner bleibt so oder so hier. Junge, was müssen die anderen denken, was ich für ein cooler Spieler bin? Guck mal, wie er neidisch guckt. Ach Mann, ich hab kurz, ach Mushroom. Ja, Leder und Suppen halt, aber ich probier's. Es kann ja nicht schief gehen. Im Notfall, wenn es jetzt richtig kacke ist, dann mach ich irgendwas anderes. Ich hoffe, du bist einfach ein Skelett, ein Stray und kommst auf die Welt und siehst das. Was denkst du dir? Okay, ganz ehrlich, wir gehen jetzt auf ein krankes Investment. Wir machen's jetzt so. Oh mein Gott, Basti, du bist so dumm. Egal. Ohne Mist, ich muss diese Fläche weiter ausbauen. Das ist gerade wichtiger, weil ansonsten falle ich da nur runter.
Halbzeit. Eine Stunde rum. Ja, Freunde. 35 Blöcke haben wir geschafft. Aber es wird gleich mehr, keine Sorge. Eine Stunde. Wir haben noch sehr viel Zeit. Die nächste Nacht werden hier so viele Knochen, so viele gute Ressourcen angeholt. Hier wird es richtig abgehen. Und ich glaube, ich mache es jetzt mal ganz ehrlich. Ich mache es jetzt so. Ihr sagt, das ist bestimmt dummes, ne? Aber wisst ihr ganz ehrlich? Ich habe so viele Events schon mehr gespielt als ihr. Wird es eigentlich nochmal Nacht? Ja, ne? Ein Wandering Trader Spawn Egg. Der kann Dirt traden. Ja, that's true. Aber dann brauchen wir erstmal Emeralds, damit wir überhaupt irgendwas haben, um bei dem Einzug kaufen. Slime-Blöcke. Ich meine, spawnen die immer? Spawn Slimes immer, wenn ich die auf den Spawner packe? Aber wenn ich jetzt den Stray wegmache, dann wisst ihr schon, dass wir halt eine sehr, sehr gute Quelle für Knochen weg haben. Lava-Eimer an Leute, die jetzt sagen werden, Matthew, mach dir doch einen Cable-Gen. Es wird nicht funktionieren. Cable-Gen funktioniert nicht, es ist ausgestellt. Guck mal, alle Haters still. Hab zwar nichts gedroppt bekommen, aber trotzdem, kommt noch. Ja, wir müssen die Fläche größer machen. Ich bin der Einzige von den ganzen Idioten hier, die sowas machen gerade. Also wirklich, dass die jetzt jeweils noch nichts gedroppt haben, die beiden. Junge, nur mal so als Frage, sind Mob-Drops aus? Nur mal so Frage an die Regie, das wäre nämlich ein sehr, sehr praktischer Hinweis zu wissen, ob die überhaupt was droppen können. Ey, Bro, bitte da, einfach hier reingehen, bitte hier. Einfach hier reingehen in das Boot. Geh in das Boot, dass du nicht hinunterfällst. Danke. Ey, Junge, fliegen die Knochen irgendwie runter oder was passiert hier gerade? Was ist das? Hä? Knochen! Let's go! Alle sagen dumm, dumm, dumm. Ich musste nur 4 Stück töten und habe jetzt 2 Knochen. Wirklich, ich bin fast letzter. Ich bin fast letzter in meinem eigenen Event. Och, Mann. Ich töte dich, du droppst mir nichts. Oh mein Gott, ist das traurig. Es ist so freaking traurig. Evoker! Ein Evoker droppt Emeralds und wir haben Wandering Trader. Erstmal ganz viele Emeralds spawnen, um dann am Ende Dirt zu kaufen. Ich werde es mies bereuen, weil die machen halt mies Schaden, oder? Dirt! Genau jetzt, wo ich keine Knochen mehr habe, kriege ich den Dirtblock. Willst du mich verarschen? Ist das lächerlich? Oh mein Gott. Okay. Hey, yo, Jungs, ich wollte euch nur zeigen, dass ich, ein paar mehr Blöcke habe. Okay, wir bauen die Blätter erst ab, wenn wir mindestens einen Sapling wieder rausbekommen haben. Aber gönnt euch mal ganz kurz. 7, 28, 28 Blöcke. Nur mal ganz kurz, ne? Mal mitrechnen. Boom, 54. Alle Hater still. Auf einmal steht ja Huni auch gleich bei mir vielleicht, ja. Kumpel, du guckst und baust weiter ab und ich mach den Rest dann, ja? Oh, wir haben schon einen Sapling. Ich will aber noch einen zweiten, to be honest. Oder wir wollen einen zweiten Sapling. Lieber auf safe einen zweiten. Wir haben 43 Minuten Zeit, unser Game, was wir die ganze Zeit aufgespart haben, das beginnt jetzt. Top 70! Oh mein... Okay, jetzt. Oh mein Gott! Mein Stuff! Bro, du musst helfen! Ich mache mit den Blättern lieber die Fläche erstmal größer, damit wir mehr Evoker bekommen. Leute, Blätter im Composter bringen fast gar nichts. Believe me. Okay, das sind nochmal 39 Blöcke. Plus nochmal die Blöcke. Es läuft. Es läuft auf jeden Fall. Wir gehen jetzt aber noch nicht dahin. Ich will jetzt am liebsten nochmal hier ein bisschen Essen bekommen. Okay, ich merke jetzt, ich habe ein kleines Problem. Zum Glück habe ich ganz gute Rüstung. Digga, wirklich, keine Ahnung, gefühlt ganz andere Projekt, was bei mir gerade abgeht. Im Vergleich zu den anderen Spielern. Nee, ich glaube, Evoker Spawner ist echt dumm. Immer ganz anders. Das ist halt echt Quatsch. Ich werde jetzt einmal sterben, weil ich jetzt einfach auch meinen Hunger resetten muss. Ja, killt mich jetzt wenigstens. Danke. Nächster Drop ist gesperrt, ist nicht schlimm. Dafür haben wir jetzt wenigstens von Hunger. Volles Essen. Also ich sag's euch ehrlich, jetzt bereue ich es ein bisschen, dass die Strays weg sind. Aber das war halt so unlucky in der Situation, weil ich habe genau dann das andere bekommen. Top 20? Was? Moment mal, ich hab's ja voll verpasst. Guck mal, wo die anderen sind. Guck mal, wo ich bin. Der Durchbruch. Junge, gib mir 2, 3 Bäume und ich mach dir auf einmal einen Wald. Nein, ich mach dir eine neue Rekordstrecke. Bruder, hier kann nachher noch ein Marathon draufgelaufen werden. Von 195 auf die Top 20. Und deswegen gibt man niemals auf, Leute. Deswegen gibt man niemals auf. Let's go. Bone Meal. Bitte, bitte, bitte. Okay, nochmal 42 Blocks. Dann nochmal hier dicke Ladung, hier Slabs, easy Top 10. Ey, das müsste wirklich jetzt die Top 10 sein. Okay, noch 23 Minuten. Wir müssen jetzt halt wirklich hoffen, dass wir vielleicht nochmal 2 Bäume, ich glaube 2 Bäume würden wir noch rein theoretisch hinbekommen. Am Ende runterspringen, meinte ich, sollte jetzt runterspringen? Ja, oder? Es ist an sich, glaube ich, worth
ein Dings auszusetzen, dafür, dass ich schneller am Baum bin. Falls er jetzt gewachsen sein könnte. Top 10, meine Damen und Herren, wir sind das erste Mal in der Top 10. Ich wollte euch nur mal ganz kurz daran erinnern, dass ich vor einer halben Stunde noch gefühlt letzter war. Ja, Freunde, ich weiß nämlich, wie man solche Events spielt, ne? Viele sagen, ach, was, jetzt ist heute mal der Tag, wo du mal wirklich in so ein Event reinchokst. Ja, auf einmal bin ich hier, 9. Und wir sind noch nicht fertig mit den Blöcken. 8. Max mit Maulkorb, Bruder. Ich sag mal so, du bist auf jeden Fall weg. Okay, jetzt sehen wir nochmal die ganzen. Und ich glaube, wenn bei dem aktuellen Stand, könnte ich mir sogar die Top 3 vorstellen. Moment, wir sind Dritter, wir sind Dritter, wir sind Dritter, wir sind Dritter. Easy. Leute, 4. Platz von 200 Spielern. Ja, okay. Egal. Ab. Oh nein, ich bin gestorben. Am Ende kackt die Ente. So sieht sie nämlich aus. Was haben wir denn hier? Neuer Baum? Nee. Aber was haben wir denn hier für frische Sachen? Wir haben einen Zombie-Villager-Spawn-Egg zum System mal geführt. Boah, ich liebe das Event, ne? Das müssen wir unbedingt häufiger machen. Oder? Was sagt ihr? Müssen wir häufiger machen. Ist ultra sick. Wobei ich aber heute die Taktik vorzeige, mit der man am besten spielen sollte. Ich schwöre, alle haben gesagt, Basti, du Idiot, place die Blöcke alle nach vorne. Warum baust du denn da erstmal gefühlt eine halbe Base? Und jetzt am Ende? Ja, perfekt. Weil jetzt deswegen nicht die ganzen Blöcke verloren gehen. Das ist halt wirklich schlauer, das so zu machen. Boah, aber ich sag's euch ganz ehrlich, also Platz 1 und 2, uff, das wird auf jeden Fall noch schwierig einzuholen. Einen kann ich doch riskieren, einen kann ich noch hergeben. Let's go. Okay, bitte, wenn du jetzt wächst damit. Wann ist denn auch ein Baum nach einem Baum hier schon gewachsen? Aber es hätte ja sein können. Es hätte ja sein können. 15 Minuten nur noch. Es wäre echt sehr nett, wenn du wachsen könntest. Ey, Bruder, wachs bitte. Bitte. Mann, hätten wir bloß den Stray Spawner immer noch bis zum Schluss gehabt. Das wäre so gut. Komm, wenn du jetzt gönnst, dann könnten wir das noch platzieren. Er muss innerhalb der nächsten 2 Minuten wachsen und dann haben wir... Mann, wir sind auf Platz 12. Entferne dich vom Baum, dann wächst er. Ja, wahrscheinlich liegt's an mir. Jo. Bro, mit den Blöcken, die ich jetzt habe, würde ich jetzt auch nicht aktuell nochmal einen Rang, einen Platz einholen. Noch nie so einen nichts gönnenden Baum gesehen. Er wird safe kommen, wenn wir zurückgehen wachsen. Ich weiß es zu 100%, ne? Aber trotzdem, sage ich euch ganz ehrlich, es ist eine erfolgreiche Endbilanz, die wir jetzt hier haben. Ich schaffe es halt auch nicht mehr, Blöcke zu placen. Es war jetzt auch dumm von mir kalkuliert, aber ja, wir schaffen so oder so. Ja, nee, niemals. Oh. Ach ja, wir sind, glaube ich, am Ende doch ganz gut performt. Also wenn man jetzt auch im Durchschnitt mal so guckt, wo die anderen so hingekommen sind. Viele haben es dann später auch hinbekommen, denke ich mal, mit Bäumen irgendwie was ein bisschen zu machen und stuff like that. Aber ja, Glückwunsch auf jeden Fall an Slayer Slime für Platz 1 auf jeden Fall. Ich kann mir gerne mal auch deinen Ingame-Namen screenshotten. Dann kannst du gerne alle 3 Cosmetics der Zickzack V3 Edition bekommen. Sehr, sehr gerne, das mache ich. Und dann kann mich ja mal meinetwegen Banku mal ruhig zu ihm teleportieren, damit ich mal sehe, wie der Gewinner, der über 800 Blöcke hinbekommen hat. Also, wie hat er das hinbekommen? Alright. Mhm. Holy shit, okay. Der Kollege, so wie es aussieht, hat ultra früh Dirt bekommen. Hat auch ein Auffangbecken. Und dann halt, hat er halt Dirt geballert. Und er hat nochmal Dirt bekommen. 2 Dirtblöcke. Das ist auch nochmal ein zweiter anderer Sapling. Dann kann man sich in etwa vorstellen, mit den 2 hat er dann einfach mal richtig, richtig durchgeballert. Krass. Das ist natürlich ein sehr, sehr, sehr guter Pull. Aber logischerweise hat natürlich jemand gewonnen mit derselben Taktik, die ich auch hatte, die nochmal sehr stark vom Chat teilweise kritisiert wurde. Aber sehr, sehr cooles Event. Ich möchte das auf jeden Fall nochmal machen. Also ich bin sehr froh. Das ist jetzt nach dem Death Run und Abbau Battle ein weiteres Event, was wir gerne, gerne regelmäßiger machen können und sollten, weil es echt sehr viel Spaß macht. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Sehr, sehr cool.